Der Himmel über Düsseldorf weinte wohl nur deshalb ununterbrochen, weil er noch nicht wusste, wer in wenigen Augenblicken das Kongresszentrum der Landeshauptstadt betreten würde, um auf der 59. Bambi-Verleihung für besonderen Mut ausgezeichnet zu werden. Geduld bewies Tom Cruise zunächst beim Autogrammeschreiben. Ebenso beim Fan-Fotoshooting und auch einer massiven Geräuschkulisse zeigte er sich souverän gewachsen. Manchen Preisträgern wurde immer wieder die gleiche Frage gestellt, auf die sie doch keine Antwort wussten. Über das Rätsel der ewigen Jugend Sophia Lorenz konnte selbst H.P. Kerkeling nur spekulieren. Ja, ist es die Liebe? Ist es das Italienische? Sind es am Ende doch die Spaghetti, wie sie behauptet? Ich glaub's fast. Die Bambi-Galanacht war ganz sicher nicht der Abend der verzweifelten Hausfrauen. Aber eine kam dann doch. Desperate Housewives-Star Eva Longoria ließ Ehemann Tony Parker zu Hause und wirkte trotzdem nicht verzweifelt. Nicht nur die rund 1300 prominenten Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Medien und Showbusiness spiegelten die Bedeutung des Society-Events wider. Der besondere Charakter der Bambi-Verleihung kommt vor allem in der Vielfalt der Preiskategorien zum Ausdruck. Mag auch der eine oder andere noch nicht bis ins letzte Detail verstanden haben, welchen Mut Tom Cruise genau aufbringen musste, um sich mit seiner Darstellung des Klaus Schenk Graf von Stauffenberg den Bambi in der Kategorie Courage zu verdienen, so war unter den Anwesenden wohl niemand, der sich nicht mit Sophia Loren über die Auszeichnung für ihr Lebenswerk freute. Königin Rania von Jordanien nahm einen Ehrenbambi für ihr Wirken zugunsten von Frauen und Kindern in der jordanischen Gesellschaft entgegen. Die Frauennationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes konnte vielleicht nicht im Outfit mit allen Preisträgerinnen mithalten, brauchte sich mit zwei WM-Triumphen in Folge aber ganz bestimmt nicht zu verstecken. Time to say goodbye. Nach seinem erfolgreichen Comeback und einem Bambi obendrein wird Henry Maske die Boxhandschuhe endgültig und in Frieden an den Nagel hängen können. Bambi sagt nur für dieses Jahr goodbye und wird 2008 mit vielen Gästen den 60. Geburtstag feiern.